Herzlich willkommen zum Wissenspaket Stressbewältigung und Neurobalance. Ich freue mich, euch in der grünen TMX-Welt begrüßen zu dürfen. Und heute geht es um den quasi Schlüssel zur Erkenntnis, wie euer Gehirn eigentlich auf Stress reagiert und vor allem, wie könnt ihr dieses Wissen für euch anwendbar machen. Wir schauen uns unterschiedliche Techniken an, die ihr benutzen könnt, um euch quasi wieder in Balance zu bringen. Denn Neurowissenschaften geben einen fantastischen Einblick einerseits in ganz viele unterschiedliche biochemische Prozesse, vor allem aber in die Abläufe, wie euer Gehirn eigentlich funktioniert und wie wir Stress erleben und wie wir vor allem aber all diese Prozesse auch beeinflussen können. Mein Name ist Luise Walter, ich bin Expertin für neurozentriertes Training und bin im TMX Campus für die grüne Welt, also für Körper und Geist zuständig. Ich freue mich, euch unterschiedliche Einblicke zu geben. Schauen wir uns also erstmal an, was ist eigentlich die Stressreaktion und was passiert dabei im Gehirn? Eins vorweg, es ist eine super komplexe neurologische Reaktion. Das heißt, ich werde die Sachen etwas vereinfachen, um sie einfach anwendbarer zu machen. Das Spannende ist, es geht immer um die wahrgenommene Bedrohung oder auf eine stressige Situation. Ob diese wahrgenommene Bedrohung, die stressige Situation real ist oder du dir die nur vorstellst, spielt dabei keine Rolle. Das heißt, wenn ich mir jetzt Gedanken darüber mache, wie wäre es, auf einer Bühne zu stehen, habe ich dieselbe Stressreaktion, wie wenn ich wirklich auf einer Bühne stehe. Das ist extrem entscheidend im Umgang mit Coaching und Training, wenn man sich eben genau diese Gedanken macht. Es geht nicht nur darum, dass ich erlebe und tatsächlich real wahrnehme, sondern auch um die Vorstellung dessen. Das heißt, es involviert also viele unterschiedliche Gehirnregionen und damit auch ganz viele unterschiedliche neurochemische Signale. Es klingt alles sehr komplex, wir dröseln das ein bisschen auf, damit es einfach greifbarer und anwendbarer wird. Stell dir also vor, du nimmst eine Bedrohung wahr. Das Gehirn nimmt die Bedrohung oder diese stressige Situation wahr, und zwar im Thalamus. Thalamus ist quasi so eine Art Schaltzentrale im Gehirn und sagt auch oft so das Tor zum Bewusstsein. Also wenn etwas aus dem Unterbewusstsein wirklich klar wahrgenommen wird und ich mir anfange, darüber Gedanken zu machen. Dann sendet der Thalamus Signale an die Amygdala. Das ist eine sehr, sehr schnelle Reaktion. Wenn also die Amygdala, die spielt die Schlüsselrolle, ist quasi ein Schlüsselakteur in der ganzen Verarbeitung von Emotionen, insbesondere aber von Angst. Weil Angst die natürliche Reaktion auf eine stressige Situation, auf eine Bedrohung ist. Dann wird der sogenannte Kampf- oder Fluchtmodus oder die Kampf- oder Fluchtreaktion quasi aktiviert. Was bedeutet das? Das ganze sympathische Nervensystem, also unser Anspannungslevel, wird aktiviert und steigt an. Dann kommt es im nächsten Schritt zur Hypothalamusaktivierung. Die Amygdala sendet also quasi dieses Signal weiter an den Hypothalamus und dort erfolgt dann die Freisetzung vom Hormon CRH, also ein ganzes Stresshormon. Und dann kommt eine komplette Kaskade, also quasi eine komplette Kettenreaktion. Denn wenn dann die Hypophyse aktiviert wird, dann signalisiert quasi diese Hirnanhangsdrüse, ein ACTH freizusetzen. Was ist das? Das sind unterschiedliche Vorstufen von Stresshormonen. Und ACTH geht dann über den Blutkreislauf zur Nebenniere und löst dort dann endgültig quasi die Freisetzung von Stresshormonen aus, wie beispielsweise Cortisol und Adrenalin. Das heißt also, es ist eine komplette Kettenreaktion, in Sekundenschnelle quasi abläuft. Und was ist dann aber eigentlich so eine körperliche Reaktion, wenn Cortisol und Adrenalin, also die Stresshormone, ausgeschüttet werden? Das kann zum Beispiel sein eine beschleunigte Herzfrequenz, das kann eine erhöhte, eine schnellere Atmung sein, es ist vor allem eine gesteigerte Energie in diesem Moment, eine gesteigerte Aufmerksamkeit, also wir sind in dem Moment fokussierter. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion quasi, weil unser Gehirn bereitet quasi den Körper darauf vor, schnell auf diese Bedrohung zu reagieren. Dann kommt die Rückmeldung an das Gehirn. Das Gehirn überwacht also die ganze Zeit diese Stressreaktion und bewertet, ist die Bedrohung überhaupt noch da? Oder hat es schon längst nachgelassen? Und dann wird der Hippocampus, also ein anderer Hirnbereich, ist dann quasi relevant, um diese Erinnerung an diese stressige Situation abzuspeichern, damit beim nächsten Mal in derselben Stresssituation quasi dieser Prozess nochmal schneller ablaufen kann und eine klarere Bewertung ablaufen kann. Idealerweise kommt es dann zur Abschaltung der Stressreaktion, weil die Stressreaktion wird Stück für Stück weniger. Und wenn die Bedrohung also nachlässt, signalisiert der Hippocampus dann ganz klar, okay, Stressreaktion kann gestoppt werden, Freisetzung von Stresshormonen wird quasi reduziert und diese ganze Kaskade baut sich quasi rückwirkend wieder ab und der Körper kehrt zum Ruhezustand zurück. Das wäre eine normale, klassische Stressreaktion. Jetzt muss man sich aber überlegen, dass wir
diesen Stressreaktionsprozess evolutionär quasi immer weiter eigentlich hätten anpassen müssen. Der diente früher zum Überleben in einer gefährlichen Situation. Immer das klassische Beispiel, ein Tiger rennt auf mich zu, wie reagiere ich? In modernen Zeiten haben wir aber übermäßig und vor allem chronische Stressoren. Das heißt, dadurch kommt es zu ganz vielen gesundheitlichen Problemen, weil die Welt, die Umwelt, in der wir leben, ist nicht auf unseren Körper ausgelegt. Wir sind betroffen quasi von Bewegungsarmut, wir haben ganz viel Lichtverschmutzung, wir haben Lärmverschmutzung, wir haben ganz viele Reize, die ganze Zeit auf unseren Körper quasi einpassen. Und hier kann eben Coaching helfen, Strategien zur Stressbewältigung zu entwickeln und einfach ein Verständnis für diesen Prozess auch zu fördern. Was mir immer wichtig ist, es geht nicht darum, dass jetzt jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer von jedem Kurs oder Coaching oder Training all diese unterschiedlichen Schritte verstehen sollte, aber sich bewusst zu machen, wie Stress entsteht, dass es ein natürlicher Prozess ist, der quasi einmal aufgleitet und dann aber auch Stück für Stück sich natürlich wieder abbaut, hilft ganz, ganz vielen Klientinnen und Klienten, einfach mit dem Stress besser umzugehen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal unterschiedliche wirklich Stressmanagement-Techniken an, die auf neurowissenschaftlichen Prinzipien quasi basieren, um zu schauen, wie kann man zum Beispiel über Atemübungen die Aktivierung des Parasympathikus, also des Ruhe- und Regenerationsmodus, anspannen oder aktivieren und damit quasi in die Entspannungsphase kommen. Oder wie kann man beispielsweise auch über progressive Muskelentspannung zu einer Reduzierung der Muskelspannung kommen. Die zwei bekanntesten Praktiken, die nachweislich eine positive Auswirkung auf das Gehirn haben, sind dabei tatsächlich Meditation und Achtsamkeit. Insbesondere auch im Hinblick auf die Milderung der Stressreaktion, also dass die gar nicht erst so hoch ausfällt, und vor allem auf die Wiederherstellung von dem Ruhezustand. Das heißt, man greift hier quasi auf zwei Ebenen ein. Die Stressreaktion fällt nicht nur so hoch, so intensiv aus, und man kehrt quasi schneller auf den Ruhezustand zurück. Was passiert dabei, und das ist spannend, das ist quasi eine Reduktion der Amygdala-Aktivität. Die Amygdala ist wieder noch zuständig gewesen für diese Flucht-Kampf-Reaktion. Und unterschiedliche Studien haben aber gezeigt, dass vor allem Meditation und Achtsamkeitstraining die Aktivität der Amygdala verringern können. Das heißt, es erfolgt hier also eine abgeschwächte Reaktion auf diese stressigen Reize. Ein anderer Bereich, der da auch getriggert wird, vor allem bei Meditation, ist der präfrontale Kortex. Das ist die Region im Gehirn, die für die Entscheidungsfindung zuständig ist, wo Emotionen reguliert werden, wo aber ganz viel vor allem die kognitive Kontrolle abläuft. Und wenn man viel meditiert, wenn man beginnt quasi mit Meditation, ist hier eine bessere Regulation der Stressreaktion, weil quasi die Entscheidungsfindung trainiert wird und besser geführt wird und weil die Emotionsregulation klarer abläuft. Was die Grundlage von all dem immer ist, sowohl bei Meditation als auch bei Achtsamkeit, als auch bei progressiver Muskelentspannung, ist immer wieder die Förderung von Neuroplastizität. Neuroplastizität ist quasi die Veränderbarkeit des Gehirns, sowohl strukturell als auch funktionell. Das heißt, ganz stark vereinfacht, das Gehirn wird flexibler. Es kann sich besser anpassen an unterschiedliche Veränderungen, alte Denkmuster und Gewohnheiten quasi schneller überwinden. Und was der zweite schöne Nebeneffekt ist, dass wir eine Aktivierung vom parasympathischen Nervensystem haben. Also Achtsamkeitspraktiken stimulieren ganz konkret das parasympathische Nervensystem. Das führt zu mehr Entspannung und Erholung und dämpft gleichzeitig die Stressreaktion. Und das führt dann im Umkehrschluss quasi zu einer körperlichen Ruhe, die man einfach wiederherstellen kann. Und ein Nebenaspekt, der vielen nicht bewusst ist, den ich aber sehr gerne auch immer nochmal mitstelle, ist, wir fördern sowohl durch Meditation als auch durch Achtsamkeit das Selbstbewusstsein und die Emotionsregulation. Also gerade für Klientinnen und Klienten, die quasi schnell aus der Haut fahren, die so von zu Tode betrübt, zu Freude jauchzend auch ganz schnell schwanken. Das Selbstbewusstsein, die Fähigkeit, Emotionen bewusst wahrzunehmen, vor allem aber auch die Emotionen zu regulieren, also quasi sich einzugestehen, ich bin jetzt gestresst, ich bin jetzt ängstlich, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt fröhlich, kann quasi schon einen Stressauslöser besser erkennbar machen für sich selber und dann kann man darauf angemessen reagieren. Also auch da sowohl Meditation als auch Achtsamkeit fantastische Möglichkeiten, quasi mehr in diese Bereiche reinzugehen. Und das Fantastische daran ist, dass diese Stressreduktion gleichzeitig die gesamte körperliche Gesundheit fördert. Weil regelmäßige Meditation und Achtsamkeit kann einerseits den Cortisolspiegel senken und damit quasi das Risiko für stressbedingte Gesundheitsprobleme verringern. Wenn du also quasi im Coaching oder im Training diese Anwendung Stück für Stück immer weiter mit einbaust,
kannst du auf ganz individuelle Stressbewältigungspläne für deine Klientinnen quasi kommen und kannst mit denen Stück für Stück quasi schauen, wie kannst du Entspannungsübungen eigentlich ins Coaching integrieren. Denn diese Entspannung ist eine entscheidende Rolle für nachhaltige Veränderungen. Weil, und das hast du vielleicht in einem der anderen Wissenspakete schon auch gehört, eine Verhaltensänderung fordert ganz viel und verlangt ganz viel Energie. Das heißt, Körper und Geist in den Zustand zu versetzen durch die Entspannung, wo man besser lernen kann, wo man sich besser anpassen kann und auch persönlich wachsen kann, ist dafür die Grundlage. Und ich will dir nur noch mal so ein paar Anhaltspunkte geben, was eigentlich Entspannung alles fördert. Weil für viele ist es so, ja, du solltest dich mal entspannen, du solltest runterkommen. Aber Entspannung fördert zum Beispiel und verbessert die Kreativität. Das heißt, es ist einfacher, innovative Lösungen zu finden auf unterschiedliche Herausforderungen, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Es fördert die positive Einstellung, weil du durch eine optimistischere Denkweise quasi Veränderungen als eine lohnende Herausforderung annehmen kannst, anstatt zu sagen, es ist eine belastende Aufgabe. Es verankert vor allem aber neue Gewohnheiten viel, viel schneller. Das heißt, es wird für dich einfacher, gewünschte Verhaltensänderungen anzunehmen und die vor allem langfristig und dauerhaft einzuhalten. Und es steigert das ganzheitliche Wohlbefinden, weil indem du den Stress quasi abbaust, verbesserst du deine Schlafqualität. Wenn du deine Schlafqualität verbesserst, hast du im Laufe des Tages mehr Energie, kannst dich mehr bewegen und das hat dann wieder in der ganz langen Kaskade wieder einen Einfluss auf Stresshormone, auf pH-Wert, auf Sauerstoffsättigung und quasi auf dein eigenes Wohlbefinden. Um das runterzubrechen und zusammenzufassen, kann man also sagen, dass ein entspannter Körper und Geist viel widerstandsfähiger ist, vor allem gegenüber neuen Herausforderungen und gegenüber Verhaltensprozessen. Für dich also ganz, ganz wichtig, sowohl Achtsamkeit als auch Meditation, als auch Atemübung und progressive Muskelentspannung sollten in irgendeiner Art und Weise in deinem Coaching, in dein Training eingebunden werden. Weil du darüber Veränderungen sowohl auf Neurotransmitter-Ebene, Insulinsensitivität quasi regulieren kannst, du kannst die Aktivität vom Sympathikus beeinflussen und förderst Neuroplastizität. Das heißt also, Veränderungen zu fördern bedeutet immer, positive Ergebnisse zu erzielen und damit quasi ganz viele praktische Tipps und Erkenntnisse in dein Training mit einfließen zu lassen. Was ist dafür wichtig? Nochmal als Abschluss, du brauchst immer logischerweise eine individuelle Anpassung. Du musst einen sicheren Rahmen und Raum quasi schaffen, in dem diese Veränderung dann auch möglich ist. Es geht immer darum, eine emotionale Verbindung dabei herzustellen, sowohl du und quasi die Menschen, mit denen du arbeitest, vor allem aber auch für die Person, die sich verändern will mit sich selber. Du kannst über Visualisierung, Neurofeedback, vor allem aber über Achtsamkeit, über Meditation, über Bewegung und Atmung eine positive Verstärkung von diesen Veränderungen erzielen und kannst dadurch langfristig bessere Ziele erreichen. Du hast also damit jetzt ein deutlich vertiefteres Verständnis dafür, was Stress eigentlich auf neuronaler Ebene bewirkt und wie du dieses Wissen über den Stress in Stressbewältigungsstrategien einbauen kannst. Damit hast du alles, was du brauchst, um deine Klienten auf ihrem Weg zu einer ausgeglicheneren Lebensführung und Lebensentscheidungen vor allem zu begleiten und hast Werkzeuge an die Hand bekommen, um mit dem Stress besser umzugehen. Wenn du weitere Wissenspakete, die auf dem TMX Campus angucken willst, mach das gerne und schau, was vor allem für dich relevant ist und was für dich Themen sind, in die du tiefer eintauchen willst. Denn die Macht der Neurowissenschaften kannst du auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen nutzen. Viel Spaß dabei!